Phasmophobia. Und mit dabei sind Dragoon, Crimes und natürlich der liebe Gotax. Hallo. Hallo. Ja, wir müssen den Geist dran und hindern uns Wir müssen sein Pipiwasser finden und wir müssen ein Foto von ihm machen. Der Geist heißt Kenneth Brown und er scheint auf Gruppen zu stehen, aber auch auf einzelne Personen. Okay, ich bleib im LKW und ihr sagt mir, was es ist. Okay. Sie kommen mit. Ich höre sie schon nicht mehr, sie sind viel zu weit weg. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Achso, ja gut, dann geht's. Ja, stell dir vor, es wäre ein Stiefmütter. Ah. Habt ihr einen Raum gefunden? Ach, du hast auch so eine EMF Reader mit? Ja, hab ich. Okay, alles klar, dann laufe ich woanders. Oh, ja, dann. Weiß nicht, wo Kummels hin ist. Bist du im LKW? Ja, und ich habe den Raum gefunden, der ist oben. Warum hast du einen Raum, gefunden, wenn du im LKW bist? Ja, ich bin halt so magisch, you know? Mhm. It's a magic. Und wo oben? Das gerade im Flur angegangen ist? Das war ja, nö, da war nichts. Ja, ist ja auch nicht dort. Möchte aber trotzdem gucken. Jetzt gerade nicht. Mann! Wo bist du? Hänge fest. Ah! Verspricht! Ja, du hast ja auch gefragt. Alt! Sollen wir gehen? Ja. Er ist sehr amused. Gespenstmare Dämonen. Gefriertemperaturen und Geisterbox. Geisterbox, ja. Nix EMF. EMF haben wir nicht.
Was brauchen wir? Fingerabdrücke, Orb und? Also. Und, Buch. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Hast du das auch gehört? Alter, da stand irgendwie. Boah, die Herz hat geschlagen. Da stand die ganze Zeit irgendwie neben uns. Oh, ich habe eine Kamera mit. Geht's denn die hier selber aufbauen? Jetzt rauche ich aber Lust mehr. Alter. Also, was brauchen wir jetzt? Orb, was? Orb, Fingerabdrücke und Buch. Jo, Orb, Fingerabdrücke oder. Ja, das Buch hat sich oben reingelegt. Kamera liegt drin. Kannst du denn bitte mal die Kamera anmachen? Die ist aus. Sorry. Also ich habe Fingerabdrücke gefunden. Und wenn jetzt doch noch sehr dunkel. Wir haben Fingerabdrücke. Nee, muss ich ihm holen. Kann das sein, dass es bei dem dann nichts bringt, sich zu verstecken? Da steht, da kann er durch Wände gehen. Nee, ich würde bei. Was haben wir denn jetzt? Gespenst. Was haben wir gefunden? Fingerabdrücke? Ja. Jo. Ja, ich hole mir auch nochmal eine. Er hat die Sicherung ausgemacht, aber die liegt auf dem Weg. Sicherung zu ihm. Hm? Deine Sanity? Achso, hast du die Pillen reingepfiffen, oder? Ich hab mir grad welche reingepfiffen, ja. Moment, ich hab gerade jemanden Laufender gesehen. Nee. Was? Ich hab die Sicherung gefunden. Wo seid ihr? Hilfe! Was müssen wir nicht gerade machen? Ich hab gefragt, was die Nebenaufgaben sind. Also wir müssen den Eimer versuchen, mit einem Kruzifix abzuwehren. Dann brauchen wir ein Foto vom Waschbecken, also mit schmutzigem Wasser. Und brauchen ein Foto vom Geist. Ist das Masse? Bist du mit deinem Boot? Ach, du hast auch. Ja, ich komme auch noch rein. Ich kann eine Seite rein. Voll schön hier. Voll dufte. Thank you.
Hast du ein Foto gemacht? Ja, von den Fingerabdrücken. Da war aber das andere jetzt nochmal? Ja. Ach ja, Kruzifix? Falsch, hier. Der ist hier drin. Wir brauchen Pipiwasser und wir müssen mit ihm Kruzifix. Also dann nennen das, also wir müssen ihn heimlich mit dem Kruzifix. Ja, das geht halt nur, wenn er sichtbar ist und auf einen zugeht oder so, wenn er halt nicht jagt, aber sichtbar ist. Wenn er jagt, dann hilft das nichts. Nee. Das, zeige dich. Oh Mist, ich hab nur noch zwei Bilder. Verdammt. Das Löffel auch passiert draußen. Zeige dich, so geil. Hat jemand das andere Kruzifix mit oder haben wir nur eins? Gib uns ein Zeichen. Ich hab das andere hingeworfen. Jo, ich hab das andere. Gib uns ein Zeichen, dann. Mach das Wasser dreckig. Ist er hier? Ich weiß nicht, ob es gereicht hatte. War er da? Ja, ja, der war stand hier. Genau wo der Kruzifix jetzt liegt. Oh, wir haben ein Foto. Brauchen wir nur noch Wasser. Wir müssen ihn dafür aggressiv machen. Nee, der muss einfach wandern. Aber das wird. Die Chance, dass er hierhin wandert, ist relativ gering. Ich geh mit dem LKW gucke, ob das Kruzifix irgendwie trotzdem noch läuft. Könnt ihr bitte hier bleiben? Wir müssen nämlich die Wasser noch fotografieren. Ach, hat die Sicherung rausgemacht, ne? Kein Problem.
Könnte man mich gerade hören? Was hast du gemacht? Könnte man mich gerade hören? Was hast du denn gemacht? Also bevor der Geist jetzt gehandelt hat. Nee. Na toll. Na, ich war wohl wieder gemutet. Mach das Wasser dreckig. Wie heißt der Geist? Kenneth Brown. Geist. Kenneth Brown. Kenneth Brown, zeige dich. Kenneth Brown. Der mag seinen Namen wohl echt nicht. Der ist bei mir. Hier in der Abschaltkammerin. Hier ist hier hinten in der Ecke, spawnt er auch immer. Da war der aber auch vorhin gewesen. Also nee, der spawnt er nicht, aber davon war der auch da mit Ragun. Der startet Hand. Brownie. Der soll Phasmo spielen. Brownie, Brownie, Brownie. Brownie. Mach das Wasser dreckig. Kenneth Brown, mach das Wasser dreckig. Wir brauchen dreckiges Wasser, Kenneth. Nicht Telefon. Aber sonst geht's noch ganz, ja. Kaiserisch müssen wir mit ihm sprechen. Das versteht uns wohl. Oh. Sind sie ein aussterbender Dinosaurier oder so? Ja, so klangen die damals. Ein aussterbender Dinosaurier. Ein aussterbender. Der mag keinen aussterbenden Dinosaurier. Er mag das Geräusch nicht. Sicher, sicher, das
jetzt auch so geklungen, als er gestorben ist. Deswegen mag er das nicht so. Nee, ich glaube, der ist so gestorben. Juhu! Ja, Candace Brownie. Candace Brown. Candace Brown. Wieso ist das weg? Ich weiß nicht, was weg. Wo hab ich das hingeworfen? Das Dings. Kruzifix ist weg, dann lag da vorne. Hier ist rein. Gut. Ey, immer im falschen Brown. Moment. Candace Brown. Im falschen Moment habe ich kein Kruzifix dabei. Hier ist ein Kruzifix. Was? Candace Brown. Candace Brown. Mach bitte das Wasserschmutzding. Nicht, spinn ich mit der Tür rum. Der interessiert dich nicht dafür, der Arsch. Für was? Tennis. Das Kruzifix. Ich hab ihn sichtbar auf mich zugegangen und dann hab ich ihn nicht hingeworfen. Ja, vielleicht muss er vorher da schon liegen. Ja, symbolisch, der fliegt doch, glaube ich. Deswegen kriegst du keine Fußabdrücke. Ja, aber es geht darum, so eine Heimsuchung. Ach, hier ist ein anderer Kruzifix. Sag mal. Nimm mal du das? Sag mal, hier liegt wieder ein Eimer mitten im Raum. Ist das normal? Ja, der war die ganze Zeit schon da. Da liegt mein Messgerät drin. Kann jemand den Kruzifix nehmen? Ja, habe ich. Und dann, wenn er hier sichtbar irgendwo ist, in einem Raum wieder, dann versuchen den damit abzuwerfen. Außer wenn er jagt. Sag mal, ich hab hier einen Kruzifix für dich. Warte. Wo ist mein Kruzifix? Hast du es in der Hand? Ich weiß noch am Boden. Ich sollte es in der Hand haben. Du merkst es nichts? Du hast einen Taschenlampe am Boden geworfen. Ich hab's nicht mehr. Hat einmal Klack gemacht oder was weg? Ja, ist weg. Hat hingehauen. Der kam mir entgegen und ich hab's ihm von den Füßen geworfen. Okay. Der war bei mir nicht zu sehen. Bei mir, bam, 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 kam genau auf mich zugelaufen. Willst du auch was wieder an? Danke. Ja, aber wo ist mein Kruzifix? Weiß ich nicht. Also bei mir hat's geholfen. Ja. Irgendwie ist mein Kruzifix verschwunden. Aber wir brauchen doch jetzt gar nichts mehr, oder? Nö, ich geh mal zum Auto, ich geh mal gucken. Wir brauchen dreckiges Wasser. Ja, ich wasche mir gleich die Pfoten. Aber das ist unwahrscheinlich etwas kriegen. Keine Ahnung, ist plötzlich auf meiner Hand verschwunden, das Kruzifix. Kann das nicht sein, dass es irgendwo im ganzen Gedöns hier irgendwo dreckiges Wasser gibt? Ich kann irgendwo zufällig sein, wo der lang wandert. Alter, der hat mich ganz kurz im Target gehabt. Beim Kruzifix hatte ich halt, ich hab so einen Knacks gehört und dann war es weg. Vielleicht hat es durchgebrochen. Oder so. Ja, so hat sich angehört. Irgendwie kam der, hat er mich ganz kurz im Target gehabt, da war mal gebumpert. Oje. Du hast geblubbert? Wir waren noch ziemlich weit weg. Nee, gebumpert. Du hast geblubbert, ey. Nee, mein Herz hat gebumpert. Aber wir waren... Achso. Ja, aber wir waren noch ganz weit weg von dem. Wir waren noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Keine Ahnung, war mal bum 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 und dann war der auf einmal weg. Das ist ein Witz. Ach ne, Waschbecken, okay. Was denn? Ich hatte mit dem Kruzifix gesagt, der ist immer nicht hingehauen.
1% eben gehabt und ich war auf 3. Ja, wir haben alle 0. Ja, wir haben alle immer um 0. Der hat schwankt immer zwischen irgendwas und was anderem. Mach die ganze Licht an und los. Waschbecken finde ich. Ja. Also Waschbecken halte ich für unrealistisch. Warum ist das hier minus 8 Grad im Bus? Im Bus haben wir minus 8 Grad. Was? Komm auf den Boden. Guckt mal. Minus 8 Grad haben wir im Bus. Bei mir sind 16,8. Schmeiß mal den Boden. Weil die halt, du hast kein Target, bei dem du im Raum warst. Ach, jetzt hab ich 16 Grad, okay. Ja, jetzt hab ich 16. Du hast vorne am Messgerät, der Laser geht irgendwie 6 Meter und solange du nichts innerhalb von 16 Meter damit misst, ändert sich die Temperatur nicht. Okay. Das sieht nur halt, wenn er was innerhalb von 6 Metern. Ja, dann. Ja, wollen wir dann weiterfahren oder? Ja, wir fahren noch kurz bei Mickels vorbei, ne? Wir haben Geisterbox, Gefriertemperatur und Fingerabdrücke, ist a ghost. Na ja, dann. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Ja gut, 140 ist aber jetzt auch so, ne? Ja, aber besser als nichts. Aber wir haben noch viele, viele Möglichkeiten, spannende Erlebnisse mit Geistern zu verbringen. Und zwar gleich in der nächsten Folge zu Phasmophobia. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Oder wenn ihr wollt, ich werde in der Infobox auch nochmal den Kanal von Botax verlinken. Ja, und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann einfach abonnieren, die Glocke aktivieren. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.